meine lieben Freunde. Willkommen wieder mal zu einem neuen Video mit dem Thema Ubes Fundstücke und dem speziellen Thema Monkey Bones, also Affenknochen. Ich habe euch ja erzählt in meinem letzten Video im Abspann, dass wir bei unserer Höhlenexpedition ja nicht nur nach neuen Höhlen gesucht haben, sondern auch tatsächlich einige hochinteressante Funde gemacht haben. Denn bei einem unserer Höhlentauchgänge sind wir auf einen kleinen Schädel gestoßen, der zu einem Äffchen gehörte. Wir haben diesen Schädel natürlich nicht sofort mit aus der Höhle genommen. Das macht man nicht, denn wenn sowas dann an die Luft kommt, kann natürlich bedingt durch die Luft und was auch immer, kann das alles zerstört werden, das Knochengerüst, und kann auseinanderfallen. Also in diesem Falle lässt man das dann erstmal unter Wasser, fotografiert das Ganze und hat es dokumentiert und schickt dann das Ganze irgendwo an Leute, die natürlich davon Ahnung haben, was man machen muss, wie und was es dann im Grunde genommen ist. Das haben wir auch getan. Meine amerikanischen Freunde haben das mitgenommen nach Amerika, die Bilder, und haben das an einen Professor Dr. Rosenberg weitergegeben von einer Universität in New York. Und dieser Professor hat im Grunde genommen dann sofort gesagt, ja, das ist ein Äffchen, und wo habt ihr das gefunden? In der Dominikanischen Republik. Wow, das ist sensationell, denn offiziell gibt es keine und gab es auch keine Äffchen in der Zeitgeschichte hier in der Dominikanischen Republik. Aber das haben wir mit diesem Fund dann widerlegt, ja, und das war natürlich die große Sensation. Der Professor Dr. Rosenberg hat sich natürlich sofort mit der dominikanischen Regierung hier, mit den Museen in Verbindung gesetzt und hat es geschafft, dass wir eine Genehmigung bekamen, um diese Knochen im Grunde genommen zu bergen. So, somit war eigentlich 3 Wochen später die zweite Expedition schon wieder bei uns und mit dem Professor und der Assistentin und meinen ganzen Jungs wieder. Und die Aufgabe war es jetzt, diese Knochen im Grunde genommen zu bergen. Bewaffnet mit Tupper-Schüsseln sind wir dann in die Höhle hinein. Natürlich auch Kameras, ganz klar. Und haben dann erstmal die Stelle wieder gesucht und gefunden und dann diese Knöchlein dann im Grunde genommen in die Tupper-Schüsseln eingepackt. Ich habe euch so hinten dran das Video mal so eingespielt. Entschuldigung hier wieder auch für die schlechte Qualität, aber wie gesagt, 2009 war die Videoqualität also noch nicht so hervorragend wie heute, und Entschuldigung dafür. Enjoyt einfach, also genießt einfach mal so das kleine Video, wo ihr seht, wie wir diese kleinen Knöchelchen einpacken und in die Tupperbüchsen verkraften. Thank you.
So, ich hoffe, das hat euch mal so ein bisschen gefallen. Ja, und somit hatten wir dann im Grunde genommen die Knochen erstmal geborgen. Neben dem Äffchen haben wir noch versteinerte Schlangenknochen gefunden. Das kann also sein, dass das Äffchen eigentlich von der Schlange vielleicht in die Höhle mitgezerrt wurde, keine Ahnung, und wurde da aufgefressen oder wie auch immer, oder das Äffchen hat sich verirrt und ist in der Höhle verendet und die Schlange hat das dann dort gefunden. Keine Ahnung, wie das geschichtsmäßig im Grunde genommen war. Auf jeden Fall hatten wir also Affenknochen und Schlangenknochen dann in diesem Moment in den Tupperschüsseln. So. Das Ganze wurde mitgenommen in die Universität nach New York, wurde untersucht und dann kam die traurige Nachricht, dass man nicht feststellen konnte, wie alt dieses Äffchen war. Man wusste, es ist ein Äffchen, man hat genau die Knochen analysiert. Da habe ich auch ein paar Bilder, wo man das Skelett dann im Grunde genommen sieht. Aber es war nicht möglich, anhand der Knochen-DNA, die nicht mehr so gut wie nicht mehr vorhanden war, weil das ewig schon unter Wasser lag, festzustellen, wie alt denn dieses Äffchen war. So. Der Professor Rosenberg sagte dann, ja, das einzig Sinnvolle wäre, wenn man im Grunde genommen Zähne finden würde, denn in den Zähnen hält sich DNA am allerlängsten. Und das wäre natürlich ein Punkt, wo man sagen könnte, wie alt wäre jetzt das Äffchen gewesen. Also jetzt ist aber die Frage, wie findet man in einer hellbeige-weißen Höhle weiße Zähne? Ja, das ist eine gute Frage. Und die mussten wir uns dann aufstellen, weil wir waren natürlich heiß drauf zu sagen, okay, wir finden da schon irgendwas. Und dann kamen wir aber auf die Idee, wie findet man weiße Zähne? Ihr wart ja alle schon mal in der Disco und habt ihr dieses UV-Licht gesehen, wo ja alles hell weiß leuchtet. Und das war dann auch die Idee, dass wir UV-Birnen dann mit in die Höhle genommen haben. Und das war schon eine gespenstische Atmosphäre, aber im Grunde genommen sind uns die Zähne eigentlich direkt flups bei der Stelle entgegengesprungen. Wir haben sogar eine ganze Unterkieferreihe gefunden mit Zähnen und auch einzelne Zähne. Und somit konnten wir natürlich dann auch das wunderbar bergen. Die hättest du mit bloßem Auge alleine so gar nicht gesehen. Aber mit diesem UV-Licht war das super und gar kein Problem. So, wir haben also die Zähne geborgen und die wurden dann wieder in die Uni geschickt, ins Labor zum Analysieren. Und man hat festgestellt, dass dieses Äffchen weit über 10 Millionen Jahre alt war. Das war ein sensationeller Fund, denn zu dieser Zeit, also 2009, wusste man von einem anderen Fund in Jamaika, von einem Affenfund. Und das war das einzige Gebiet hier in der Karibik. Ansonsten hat man immer gemeint, also hier in der Karibik wären keine Äffchen gewesen. Und somit war die Domrep denn damals das zweite Land, wo also ein Affenfund gemacht wurde. Das Äffchen war ungefähr 30 cm hoch. Und ja, wie gesagt, BBC hat davon berichtet. Und das war in vielen, vielen, vielen Fachzeitschriften. Und das war also der zweite Fund in der Karibik. So. Heutzutage hat man Äffchen überall, die wurden dann irgendwann eingeführt, die wurden importiert für den Tourismus. Heute hält jeder Tourist irgendwo so ein Äffchen oder ein Leguan im Arm und wird damit fotografiert oder es gibt Affenparks, was auch immer. Aber ursprünglich Affen in der Karibik, Affen in der Dominikanischen Republik, nein. So. Wir wurden natürlich damit, mit diesen Funden, dann schon auch ein bisschen berühmt als Höhlentauchdestination, denn früher war nur Mexiko oder Florida. Somit kam natürlich die Domrep auch so ein bisschen mehr auf den Höhlenmarkt und man hat das gemerkt, viel mehr Höhlentaucher kamen dann natürlich zu uns. Und wir zum Beispiel, wir machen seitdem die Augen auch ein bisschen anders auf, also wir gucken dann auch mehr ins Detail und siehe da, man hat mittlerweile Krokodilsknochen, weitere Äffchen, Rattenknochen, ein Gemisch aus Ratte, Biber, also verschiedene Dinge gefunden in Höhlen und weil man einfach anders schaut. Und das ist natürlich hier momentan sehr wichtig für die Universitäten oder auch für das Museum. Diese ganzen Sachen werden dann mit Hilfe von Leuten aus dem Museum geborgen und hier unser Freund aus dem Museum, der ist immer happy, wenn wir sagen, wir haben was gefunden. Und die werden dann da auch restauriert und auch zum Teil wieder zusammengesetzt zu kleinen Knochengerüsten. Also es ist Wahnsinn, was diese Jungs da im Museum dann schon machen. Ja, das war wieder so eine meiner Geschichten. Also ich muss gucken, was ich noch so finde.
bei meinen Fundstücken und ich hoffe, das hat euch wieder mal so ein bisschen gefallen. Also ihr seht, Höhlentaucherei ist jetzt nicht nur schön groß gucken, sondern auch wirklich im Detail kleine historische Funde machen. Und schauen wir mal, vielleicht finde ich noch so einige Sachen bei meinen Fundstücken und hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und denkt daran, mich zu abonnieren, wer es noch nicht getan hat, oder mich freut, nur Bekannten weiter zu empfehlen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.